Es gibt diesen einen Abend, auf den einige fast ihr ganzes Leben sehnsüchtig warten. Ein neuer Abschnitt, in dem wir eine große Verantwortung auf uns nehmen. Man könnte meinen, es sei die Nacht der Nächte. An diesem Abend darf nichts schieflaufen. Monate der Vorbereitung sind vergangen und die eigene Hochzeit steht kurz bevor. Der beste Sänger und der beste Saal wurden gebucht. Einladungskarten und eine große Torte bestellt. Bei der Auswahl des Hochzeitskleides war man nicht zimperlich. Es soll extravagant und voller Glitzersteine sein. Das letzte Geld, das man gespart hatte, wurde dafür ausgegeben. Eine Modenshow, die ihresgleichen sucht. Der Bräutigam tut alles, damit alle und vor allem seine Zukünftige sich an diesem Abend im Guten zurückerinnern. Die ganzen Verwandten, Bekannte und Freunde sollen staunen und sie beneiden. Dieser Abend gehört dem Ehepaar und heute stehen sie im Mittelpunkt. Ein Traum wie in Tausend und einer Nacht. Ein Märchen, an das man sich zurückerinnern möchte. Frauen und Männer, egal ob verheiratet oder unverheiratet, sind eingetroffen und tanzen miteinander. Es ist egal, ob sie sich auf der Tanzfläche berühren oder nicht. Jeder im Saal amüsiert sich, wie es ihm gefällt. Die Hauptdarsteller, die in einer Limousine vorgefahren werden, sie sind die Superstars in dieser Nacht. Die zwei Stars stehen im Blitzlichtgewitter der Kameras. Die Braut sieht aus wie eine Prinzessin aus einer anderen Welt. Ihre Haare sind extravagant, Glitzer und Glamour schmücken sie. Der Bräutigam ist herausgeputzt bis in die Haarspitzen. Heute ist kein Platz für Eifersucht. Heute Abend darf jeder die Frau bestaunen. Das, was sie verbirgt, ist für den Ehemann bestimmt. Und das, was sie offenkundig zeigt, ist für die Augen der Gäste. So oder so ähnlich laufen heutzutage viele Hochzeiten unter Muslimen ab. Subhanallah. Es ist wie eine Bollywood-Inszenierung. Tausende von Euros wurden ausgegeben und einige nehmen sogar Kredite auf, die mit Zinsen verbunden sind. Man startet verschuldet in die Ehe und das nur für den Glanz einer Nacht. Bei Allah, die Heirat ist kein Bollywood-Spektakel. Sie ist eine spirituelle Angelegenheit, denn sie ist ein Vertrag zwischen Mann und Frau vor Allah, dem Erhabenen. Wo soll bei solch einer Hochzeit der Segen sein? Was ist an solch einer Hochzeit noch islamisch? Eine Nacht, in der alle Gebote und Verbote Allahs missachtet werden. Was glaubst du, wer sich auf solch eine Feier aufhält? Wenn du denkst, dass die Engel sich dort aufhalten, dann irrst du dich. Der Shaitan und seine Gefolgsleute halten sich dort auf. Es ist eine Tatsache, die du nicht wahrnimmst. Der Shaitan lenkt einen durch Glanz und Glamour und die darin entstandene Atmosphäre ab. Der Shaitan ist ein Dieb und das, was er stiehlt, ist der Iman. Allahu Akbar. Dabei soll eine islamische Hochzeit einfach sein, bescheiden und voller Tugend, ohne das Limit zu überschreiten. Das frische Paar soll einen guten Start in die Ehe haben, doch leider übertreiben wir. Ja, es ist richtig, die Menschen sollen davon erfahren, dass zwei Personen um Allahs Willen zusammengekommen sind und sie nun mit der Zustimmung der Familien geheiratet haben. Leider sind die Hochzeiten von heute maßlos. Und nein, ich meine nicht, dass man sich nicht freuen, glücklich und euphorisch sein soll. Vielmehr meine ich, man soll nicht sein letztes Geld dafür ausgeben, um damit Dinge zu ermöglichen, die Allah verboten hat. Das Zusammenkommen von Männern und Frauen hat seine Grenzen. Ein Ort, an dem Frauen und Männer in einem Raum gemischt sind, zusammen tanzen und singen, in dem dann auch noch Alkohol getrunken und Zina mit den Augen getätigt wird, ist ein Ort, in dem kein Segen zu finden ist. Denn der, der den Segen gibt, verabscheut solche Treffen, in dem seine Grenzen missachtet werden. Die Walima ist eine Zeit der Freude und Feierlichkeit. Sie ist das Freudenfest eines neuen Lebensabschnittes und eine neue Reise für das Ehepaar. Nehmt euch daher vor, von Anfang an alles halal zu machen. Nicht nur die Nikah, sondern auch die Feierlichkeiten selbst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ehen segnen und uns das richtige Verständnis über die Feier einer Hochzeit geben. Allahumma amin.